Herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde des WTTVs. Heute geht es um die zweite Videosequenz zu den Aufschlägen. Ich mache heute mit euch zusammen Unterschnittaufschläge, eine kleine Vorübung dazu. Ihr versucht, den Schläger von unten nach vorne und oben zu bewegen und dort in den Ball Rotationen zu erzeugen, dass er dann auf dem Tisch auch wieder zurückkommt. Wunderbar, so wird das Netz geflogen. Ich werde jetzt für den vernünftigen Wettkampfaufschlag meine Schlägerhaltung etwas ändern und versuche dann mal, dass der Ball so 3, 4 oder sogar 5 Mal aufkommt auf der gegnerischen Seite. Ja, das war jetzt schon mal ganz gut, der ist wieder zurück ins Netz gegangen. Noch einer hinterher. Ebenfalls ganz in Ordnung. Versuchen auch, genauso wie den leeren Aufschlag, relativ spät zu treffen, damit er flach übers Netz springt. Und immer wieder versuchen, wenn ihr es ein bisschen besser könnt und viel geübter, hier den Daumen und den Zeigefinger genau in Richtung im Moment auf den Schläger zu pressen, damit ihr noch mehr Rotation erzeugen könnt. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel drauf gedrückt, das war dann ein Fehlaufschlag, aber der darf ja beim Aufschlagtraining sein. Den fand ich schon ganz vernünftig, vor allen Dingen ist es wichtig, dass man hier die Schlägerspitze auch gerade hält, damit der Ball nicht zu viel seitliche Rotation reinbekommt, wenn man keine seitliche Rotation haben möchte. Ja, bleibt dran, übt, das dauert vielleicht mal ein bisschen länger, dass die Bälle so wieder zurückfliegen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao.